über Corona zur monopolistischen Weltdiktatur des Großbürgertums. Teil 2 von 2. Auszug aus der Rede von Merkel an der Universität in Wuhan zur gemeinsamen Welt am 9. Juli 2019. Zitat: Bei technologischen Unterstützung geht es aber nicht mehr nur um Wissen, Anwendung und wirtschaftliche Wertschöpfung. Vielmehr bedeuten neue Erkenntnisse auch neue Herausforderungen im Bereich der Ethik, künstliche Intelligenz, Big Data, Fortschritte in der Gentechnologie. Müssen auch immer von einer Debatte über ethische und rechtliche Standards begleitet werden. Ist alles, was möglich ist, auch tatsächlich wünschenswert? Wo genau ziehen wir die Grenzen der Anwendung? Wie wahren wir die Würde jedes einzelnen Menschen? Sie, liebe Studierende, haben die Chancen, sich in diese Debatte einzubringen. Mit ihrem Fachwissen, aber auch mit ihren Wertvorstellungen. Das ist eine Debatte, die nicht nur hier geführt wird. Vielmehr ist das eine globale Debatte. In unserer eng vernetzten Welt haben wissenschaftliche, wirtschaftliche und soziale Entwicklungen der einen immer auch Auswirkungen auf andere. Das gilt im positiven Sinne. Und das gilt natürlich auch im negativen Sinne. Globalisierung bedeutet im Kern, dass das nationale Gemeinwohl mehr denn je auch vom globalen Gemeinwohl abhängt. Ist ein Teil davon. Das verlangt ein Bewusstsein gemeinsamer Verantwortung, von denen wir uns leiten lassen sollten. Denn nur so lassen sich die großen Herausforderungen unserer Zeit bewältigen. Sie betreffen ja uns alle. Einzelne Länder oder Regionen würden damit vollkommen überfordert sein. Allein könnten sie globale Fragen nicht beantworten. Zitat Ende. Link 1. Die Bundeskanzlerin Merkel hatte nach dem Unternehmer und Autor Milorad Krstić, Zitat, die neue Weltordnung als notwendig proklamiert. Und zwar mehrfach. Zitat Ende. Milorad Krstić auf der Demo in Stuttgart am 31.05. Video bei 5 Minuten 30. Link 2. Die Frage nach einer Weltregierung tauchte schon Anfang des 20. Jahrhunderts auf. Paul Moritz Warburg erschien vor dem Senat am 7. Februar 1904 und behauptete arrogant, Zitat, wir werden die Weltregierung innehaben, ob wir das mögen oder nicht. Die einzige Frage ist, ob die Weltregierung freiwillig oder durch Eroberung zu erreichen ist. Zitat Ende. Und bei dem Wort Weltmonopolstaat darf natürlich David Rockefeller nicht fehlen. Sein Großvater, der Ölmagnat John D. Rockefeller, strebte schon im 19. Jahrhundert das Monopol im Ölgeschäft an. Zitat David Rockefeller. 1991 vor der UNO. Wir sind der Washington Post, der New York Times, dem Time Magazine und anderen großen Medien
dankbar, während Direktoren an unserem Treffen teilnahmen und sich an ihr Versprechen, Diskretion zu wahren, beinahe 40 Jahre lang gehalten haben. Es wäre uns unmöglich gewesen, unseren Plan für die Welt zu entwickeln, hätten wir all diese Jahre im hellen Scheinwerferlicht der Öffentlichkeit gestanden. Aber die Welt ist jetzt entwickelter und vorbereitet, sich in Richtung einer Weltregierung zu bewegen, die niemals wieder Krieg kennen wird, sondern nichts als Frieden und Wohlstand für die ganze Menschheit. Die supranationale Souveränität einer intellektuellen Elite und der Bankierswelt ist der in den vergangenen Jahrhunderten praktizierten nationalen Selbstbestimmung sicherlich vorzuziehen. Zitat Ende. Noch ein kurzes Zitat von Rockefeller. 1994 sagte er vor der UN, Zitat, wir stehen kurz vor einer weltweiten Umformung. Alles, was wir benötigen, ist die richtige, bedeutsame Krise und die Nationen werden die neue Weltordnung bejahen. Zitat Ende. Sinngemäße Übersetzung von Ex-Wikipedia, inzwischen leider gelöscht. 2004 folgte dann das Buch von Thomas Pierre Barnier, Der Weg in die Weltdiktatur, das er im Auftrag des Pentagon geschrieben hat. Link 2a. Barnier war Berater von Donald Rumsfeld. Er ist heute der maßgebliche Geostratege in den USA. Er ist praktisch Nachfolger von Brzezinski. Ich zitiere einige Zeilen aus seinem Buch. Das Endziel ist die Gleichschaltung aller Länder der Erde durch die Vermischung der Rassen mit dem Ziel einer hellbraunen Rasse in Europa. Dazu sollen in Europa jährlich 1,5 Millionen Einwanderer aus der dritten Welt aufgenommen werden. Das Ergebnis ist eine Bevölkerung mit einem durchschnittlichen IQ von 90. Zu dumm zu begreifen, aber intelligent genug, um zu arbeiten. Jawohl, ich nehme die vernunftwidrigen Argumente unserer Gegner zur Kenntnis. Doch sollten sie Widerstand gegen die globale Weltordnung leisten, wir werden sie töten. Zitat Ende. Abgesehen davon, dass eine Durchmischung der Ethnien dem Inzest vorbeugen und damit die Mischlinge immer intelligenter und schöner werden, kennt der gute Mann nicht die Diskussion in Europa, dass wir schon lange nicht mehr Rassen sagen, sondern Ethnien. Noch ein kleines Zitat aus dem Buch. Das sieht dir die Schuhe aus. Zitat. In einer globalisierten Welt dürfen die Staaten nicht mehr über ihre Rohstoffe verfügen. Sie werden privatisiert, internationalisiert und profitorientiert vermarktet. Zitat Ende. Also alles Öl wird von Esso und Shell vermarktet. Und die machen die Gewinne. Staaten wird es noch geben.
Aber so wie in der EU die wichtigen Gesetze und Ministerialerlasse in Brüssel gemacht werden, eben dann New York. Und noch ein schönes Zitat aus dem Buch. Man wird in Kauf nehmen müssen, dass importierte Waren und Erzeugnisse den Inlandsmarkt überfluten und die eigenen Erzeuger in diesem Konkurrenzkampf sich entweder durchsetzen oder verschwinden werden. Zitat Ende. Der Kapitalismus lässt seine Maske fallen. Der Mittelstand wird ausgelöscht und die Löhne der Arbeiter und Angestellten noch weiter gedrückt. Der Imperialismus zeigt sich in seiner reinen Form. Die Demonstranten gegen die Maßnahmen des Coronavirus müssen sich, wenn sie was erreichen wollen, mit der Arbeiterklasse zusammentun. Nur die beiden gegen die obersten Reichen zusammen, dann sind sie stark genug. Nun kommt das Coronavirus und gleich auf seinen Höhepunkt am 27.03. schlägt der Ex-Premier Gordon Brown eine Weltregierung vor. Deutsche Wirtschaftsnachrichten. Ehemaliger Premier Brown plädiert für eine temporäre Weltregierung. Linke. Der Spiegel fordert die Weltregierung. Link da ja. Die Zeit titelt, die Weltregierung kommt. Link 3b. Und schreibt, es ist schwer vorstellbar, dass ein großer Teil der Weltbevölkerung freiwillig auf die vielen Vorteile eines Weltmarktes verzichtet. Zitat Ende. Bill Gates sagt im Fernsehen, gäbe es so etwas wie eine Weltregierung, wir wären besser auf eine solche vorbereitet. Covid-19 war das Stichwort und alle Geldköniginnen und Geldfürsten kommen aus ihren Atlantikbrücken und Bilderbergen aufgetaucht und singen gemeinsam den Chor von Babylon. Nur manche Bischöfe murren noch. Ihr Aufruf ist eine Initiative des früheren päpstlichen Botschafters in den USA, Erzbischof Carlo Maria Vigano. Zitat: Es sind Tatsachen, dass unter dem Vorwand der Covid-19-Epidemie in vielen Fällen unveräußerliche Rechte der Bürger verletzt und ihre Grundfreiheiten unverhältnismäßig und ungerechtfertigt eingeschränkt wurden, einschließlich des Rechts auf Religionsfreiheit, freie Meinungsäußerung und Freizügigkeit. Diese illiberalen Steuerungsversuche sind der beunruhigende Auftakt zur Schaffung einer Weltregierung, die sich jeder in Kontrolle entzieht. Link 4. Für die Weltregierung dienten die Flüchtlingsströme, die hauptsächlich von George Soros Open Society Foundation Welcome to Europe hierher geleitet worden. Link 5. Der nächste Punkt war die UNO-Vollversammlung in Marrakesch. Hier beschlossen die Staaten für das Völkerrecht ab Tag X. Wir erklären erneut, dass Menschen gemäß dem Grundsatz der Nichtzurückweisung an Grenzen nicht zurückgewiesen werden. 10.11. Dezember 2018.
war Expresszeitung Basel. Links 6. Die Weltregierung ist nah. Oder doch nicht? Werden China und Russland da nicht mitmachen wollen? Gibt es deshalb den Stress zwischen den Demokraten und Russland einerseits sowie den Republikanern und Iran bzw. China andererseits? Oder war das Ganze alles nur inszenierte Theaterdonner?